Hallo, mein Name ist Niklas Schmidt und ich bin Personal Trainer. Heute werden wir das zweite Video machen für den unteren Körper, Lower Body Resistance Band Workout. Wir haben nämlich schon ein Upper Body Resistance Band Workout und das findet ihr hier rechts oben in der Ecke im Get Fit Club. Damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von uns verpasst, bitte einmal auf die Glocke drücken und schon könnt ihr wirklich jedes Video von uns nicht mehr verpassen. Ich freue mich drauf, mit euch das Lower Body Resistance Band Workout jetzt durchzuziehen. Die Übungen, die wir heute für unser Lower Body Resistance Band Workout machen, sind folgende. Wir starten mit Front Squats. Front Squats für die Oberschenkel und für den Gluteus. Als nächstes kommt die statische Übung dazu, und zwar der Wall Squat Hold. Mehreres erfahrt ihr nachher. Wir gehen über zum Gluteus, und zwar die Split Squats mit Bänder, Bulgarian Split Squats. Dann drehen wir das Ganze um. Wir kommen zur Beinrückseite und machen dafür einmal die Hip Thrusts und einmal Lying Leg Curls. Und weil das noch nicht genug ist und wir die Waden auch unbedingt trainieren sollten, werden am Schluss noch die Waden attackiert mit Calf Raises. Das sind 6 Übungen für euch zu Hause für dieses Lower Body Resistance Band Workout. Falls ihr das jetzt nicht ganz mitbekommen habt, ihr findet das ganze Workout in der Beschreibung zu diesem Video. Die erste Übung wird auch die schwerste Übung heute sein, und zwar machen wir Front Squats. Dafür braucht ihr ein Resistance Band. Wenn ihr das Ganze etwas schwerer wollt, dann könnt ihr hier auch ein zweites verwenden. Je mehr, umso besser und umso stärker seid ihr. Ich werde nur eins verwenden, und zwar folgendermaßen: einmal mit den Füßen durch das Band durchgehen und das Band hier vorne, da wir Front Squats machen, auf die Schultern geben. Und jetzt die Ellbogen im rechten Winkel zum Oberkörper nach oben ziehen, dass das Band auch nicht nach unten fällt. Jetzt mit der Hüfte nach hinten die Squats durchziehen. Ihr werdet merken, je weiter ihr nach unten geht, umso weniger Spannung ist auf dem Band. Je weiter ihr nach oben geht, umso mehr Spannung. Heißt, die Belastung ist circa dieselbe, die ganze Bewegung. Wenn wir das Ganze hier von der Seite betrachten, könnt ihr erkennen, dass die erste Bewegung aus meiner Hüfte geht und dann aus dem Knie. So aufrecht wie möglich versuchen hier zu squatten. Wenn ihr Probleme habt mit dem nach unten kommen, einfach ein bisschen breiter stehen und schon seid ihr viel beweglicher in der Hüfte und ihr könnt wirklich ass to the grass squatten. Front Squats mit Resistance Band. Ich würde hier 4 Sätze empfehlen, 8 bis 12 Wiederholungen. Die zweite Übung heute ist die sogenannte Wall Squat Hold. Heißt, wir haben vorhin die dynamische Übung gemacht, und zwar Squats mit einer Bewegung, und dazu werden wir jetzt die statische Übung machen, und zwar Wall Squats Hold. Ich zeige euch das Ganze hier an einer Säule, zu Hause einfach an der Wand machen oder irgendwo, wo was Stabiles ist. Das bedeutet, einmal den Rücken und die Hüfte hinten an die Wand lehnen und jetzt die Füße so weit vorne platzieren, dass ihr in der rechtwinkligen Position hier einen rechten Winkel zu Unterschenkel zu Oberschenkel habt. Hier in dieser rechtwinkligen Position halten, die Hände vorne verschränken und schön brav die Sekunden nach unten zählen. Ihr werdet merken, nach einigen Sekunden eure vorderen Oberschenkel werden anfangen zu brennen. Vor allem, wenn ihr davor noch Front Squats gemacht habt. Hier in dieser Position einfach halten. Ich würde fürs Home Workout empfehlen zwischen 60 und 120 Sekunden dreimal. Die dritte Übung heute wird sein Bulgarian Split Squats. Die einen werden mich dafür hassen, die anderen lieben, aber wahrscheinlich eher hassen, denn der Muskelkater morgen wird sicher nicht angenehm sein, wenn ihr diese Übung hier
mit mir durchzieht. Wie schaut das Ganze aus? Zu Hause einen Stuhl hernehmen, einen Tisch, irgendwas, das stabil ist und wo ihr euer Bein drauf platzieren könnt. Heißt, einmal wieder, weil wir ein Resistance Band Workout machen, ein Band hernehmen, bitte nicht das leichteste, und einmal hier über die Schultern platzieren. Dann das hintere Bein auf der Anhöhe, Stuhl, Tisch etc. platzieren und das vordere Bein so platzieren, dass wenn ihr nach unten geht, hier ein rechter Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel entsteht. Wir nutzen die volle Range of Motion, heißt, wir gehen so tief runter wie möglich und wieder nach oben. Das vordere Bein arbeitet hier, das hintere Bein ist nur zur Stabilisation da. Diese Übung geht vor allem in den Gluteus und in die vorderen Oberschenkel. Was ein zusätzlicher Benefit hier ist, ist die Stabilität. Ihr müsst extrem gut stabilisieren, was gut für Knöchel, Bänder und Sehnen ist. Das Ganze im Wechsel zum anderen Fuß, andere Bein nach hinten, schön im Oberkörper aufrecht bleiben und Split Squats durchführen. Volle Range of Motion und das vordere Bein drückt und das hintere Bein ist wirklich nur zur Stabilisation gedacht. Das Ganze, wie gesagt, pro Bein. Ich würde hier empfehlen, 3 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Wir gehen nun von der Beinvorderseite zur Beinrückseite und zwar zu den Hamstrings und zum Gluteus. Was machen wir dafür? Hip Thrusts. Hip Thrusts mit Resistance Band. Einmal am Boden platzieren bitte und hier die Füße durch das Band durchgeben und zweilagig in die Hand nehmen. Dann in die Hip Thrust Position begeben und das Band hier schön hochnehmen zur Hüfte, dass es von Bein gehalten wird und oben bei der Hüfte anliegt. Aus dieser Position jetzt die Beine anwinkeln so weit, dass ihr in der obersten Position circa einen rechten Winkel von Oberschenkel zu Unterschenkel habt. Hände vorne verschränken, Kopf auf den Boden legen und jetzt die Hüfte nach oben schieben, bis sie durchgestreckt ist und hier eine gerade Linie gebildet wird von Oberschenkel bis zum oberen Rücken. Das Ganze schaut dynamisch folgendermaßen aus. Gedanklich hier versuchen, aus den Fersen nach oben zu drücken. Die Fersen werden hier wirklich in den Boden gerammt, bis die Hüfte gerade ist und wir hier einen fast rechten Winkel dazu haben. Man spürt das sehr gut hier in Hamstrings und Gluteus. Hände entweder verschränken oder vorne an der Hüfte platzieren und die Übung dementsprechend ausführen, bis nur noch die Schulterblätter hier auf dem Boden aufliegen. Wenn das Ganze etwas zu leicht ist, kann man auch hier wieder ein zweites Band verwenden, um das Ganze schwerer zu machen. Es handelt sich hier um eine sehr heavy Übung, das bedeutet 4 Sätze mit 8 bis 12 Wiederholungen. Die fünfte und zweitletzte Übung ist wieder für die Hamstrings und zwar Lying Leg Curls liegen. Alles, was ihr hierfür braucht, ist etwas sehr Stabiles, um das ihr das Band rumgeben könnt. Einmal rumgeben und das Band hier einmal durch die Schlaufe geben. Wenn ihr einen Tisch verwendet oder einen Stuhl, bitte genügend Gewicht drauf geben, damit dieser Tisch oder dieser Stuhl nicht hin und her rutscht. Wichtig, 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 etwas verwenden, das wirklich stabil ist und sich nicht bewegt. Gut, dann einmal das Band hier, wie gesagt, rumwickeln und das Bein bzw. beide Beine hier durch die Schlaufe geben. So und einmal so. Auf dem Boden liegen, Hände vorne zusammengeben
und jetzt aus dieser Position die Beine kontrolliert anziehen und versuchen, die Hüfte hier nicht abzuheben, sondern wirklich schön im Boden zu lassen. Heißt, Hüfte nach unten drücken und die Beine anziehen. Bitte nicht hier anziehen und die Hüfte auch anziehen, weil dann geht die ganze Belastung in den unteren Rücken. Wir wollen die hinteren Oberschenkel erwischen, also Hüfte am Boden pressen und die Beine so gut es geht anziehen. Erleichtern oder erschweren kann man das Ganze, wenn man entweder weiter zurückgeht, somit wird das Ganze etwas leichter, und erschwert, indem man nach vorne geht und somit mehr Zug auf das Band generiert. Das Ganze schön kontrolliert und ganz nach hinten ziehen. Wir haben hier eine reine Hamstring-Übung, eine reine Übung für die hinteren Oberschenkel. Hier reichen 3 Sätze mit 12 bis 15 Wiederholungen. 5 Übungen haben wir durch und wir kommen nun zur letzten. Was fehlt noch? Die Waden. Dazu braucht ihr wieder natürlich ein Resistance Band und eine Anhöhe. Am besten empfehle ich hier ins Stiegenhaus zu gehen oder eben Stiegen zu verwenden. Vielleicht aber auch, wenn ihr zu Hause habt, Bücher. Einfach 2, 3 Bücher stapeln, schauen, dass die nicht wegrutschen und auf den Büchern Platz nehmen. Ich habe hier einen Stepper und den werde ich auch verwenden. Einmal hier an der Wand platziert, um sich auch festhalten zu können und die Balance zu halten. Dann das Band hier unter die Zehen geben. Wichtig, unter die Zehen und nicht unter die Fersen. Das Band sollte sich unten nicht bewegen. Und einmal dann über die Schulter. Vorne an der Wand festhalten und jetzt die Ferse ganz nach unten drücken und volle Range of Motion ganz nach oben und wenn es geht, oben 1 bis 2 Sekunden in maximaler Kontraktion halten. Schön moving von unten bis wirklich ganz, ganz, ganz nach oben. Jeden einzelnen Zentimeter hier ausnutzen. Ganz unten und ganz oben. Wichtig auch wieder irgendwo festhalten, damit ihr die Balance halten. Das geht richtig schön in die Waden. Die Waden gehören zu den Beinen dazu, deswegen werden wir auch Waden trainieren. Da ich weiß, dass die meisten das skippen, empfehle ich hier 4 Sätze, 12 bis 15 Wiederholungen. Das war unser Lower Body Resistance Band Workout. Nochmal alles zusammengefasst. Wir starten mit Front Squats, gehen über zur statischen Übung Wall Squat Hold. Als nächstes die Bulgarian Split Squats, die sicher die schwerste Übung sein wird. Dann rüber zur Beinrückseite, einmal mit Hip Thrusts und einmal mit Lying Leg Curls. Und um das Ganze zu beenden, die Waden mit Calf Raises. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Nicht vergessen, einmal auf Gefällt mir drücken. Und ganz wichtig, auf die Glocke, damit ihr in Zukunft auch wieder neue Videos von uns bekommt. Danke fürs Mitmachen, danke fürs ans Limit gehen mit mir und wir sehen uns im nächsten Video.